Hallo, heute mache ich ein Tutorial zum 1x1x2. Dieses Video kommt aufgrund dieses Kommentars hier. Im Nachhinein war jetzt die Zahl 10 ein wenig angesetzt. Ich hätte es eigentlich nicht viel erwartet, da ich mir auch nicht so viele Abonnenten habe. Aber es scheint wohl einige zu interessieren und deswegen kommt hier das Tutorial. Und zwar gibt es hier zwei verschiedene Methoden. Die erste wäre, ich halte den unteren Würfel hier fest in der Hand und sehe, hier ist blau. Jetzt würde ich den oberen so lange drehen, bis ich blau habe. Diese Methode kann aber zum Teil auch etwas länger dauern, weil jetzt, wenn er auf der linken Seite ist, der blau, müsste ich dreimal drehen. 1, 2, 3. Dies ist aber auch die einfachste Methode, weil egal wo wir sind, wir haben hier einfach mal so, hier den Orangen und drehen jetzt so lange oben, bis der Orange ist. Dann gibt es noch die etwas schwierigere Variante. Und zwar, ich gucke mir an, hier oben ist Rot. Rot ist hier. Ich gucke einfach mal den ganzen Würfel so in der Inspection Time an und sehe, hier ist Rot. Das heißt, ich muss diesen Roten hier nach rechts drehen. Dadurch würde man dieses 1, 2, 3 mal drehen umgehen, aber man müsste sich in der Inspection Time den Würfel einmal angucken. Dies könnte man natürlich egal wie dann machen. Hier ist ein roter, ich gucke, wo ist rot. Rot ist hier auf der anderen Seite, das heißt, ich muss zweimal den oberen drehen und hätte ihn schon gelöst. Ich hoffe, euch hat das Tutorial geholfen. Falls ihr selber ein 1x1x2 bauen wollt, dann klickt einfach mal direkt hier so auf den Würfel drauf und dann gelangt ihr zu meinem How to Build Tutorial. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir einfach hier oder auf meiner Homepage einen netten Kommentar.